podré asomarme a la esquina de ese bar. Otra ronda los de siempre que no me dejan pagar. Ich bin Álvaro Soler, ich wohne hier in Berlin, bin aber halb Spanier und ich mache Musik. Ja, die Musikkultur ist ja immer als letztes dran eigentlich und wir erhöhen jetzt die Preise von den Ticketkonzerten und bla 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 und so weiter. Aber dann, wenn es dann darauf ankommt, die ganze Gesellschaft zu motivieren, ist die Musik immer das Erste. Und dann sagen, oh, bitte macht doch ein Live-Konzert, bitte macht es doch kostenlos, ihr macht es doch, ihr liebt doch die Musik sowieso. Und dann denkst du, Alter, also wir müssen hier noch leben, ne? Und ich glaube, die Songwriting-Branche ist die noch immer ganz gut läuft und ganz laufen kann mit Corona und mit so einer Situation. Aber die anderen leiden halt einfach tierisch darunter, finde ich. Ich glaube, wenn es keine Live-Konzerte mehr gibt, weil es alles nur digital ist, dann finde ich, das wäre natürlich sehr schlecht, weil man, glaube ich, noch dieses Gespür braucht. Das ist wie wenn man sagt, will ich jetzt im Kindle lesen, mein Buch, oder will ich ein Buch haben? Oder will ich ins Kino gehen, oder will ich zu Hause auf Netflix schauen? Man muss einfach andere Ideen haben. Was macht man jetzt? Machen wir ein Picknickkonzert, Autokino? Was gibt es denn überhaupt? Was kann man machen? Was kann man überhaupt machen für den Preis, was man dann auch bekommt als Gage? In der Musikszene in Berlin, glaube ich, merkt man vor allem, dass wenn man Konzerte macht, gibt es Optionen. Es gibt Sachen, die man machen kann, aber es ist halt limitiert. Wenn man eine ganze Tour hatte, ist die jetzt einfach off. Und viele Leute, also und ich bin auch ein bisschen besorgt und weiß auch nicht, wann wir wieder spielen können. Es ist einfach gerade sehr schwierig, glaube ich, für alle, vor allem für Crew und für Musiker. Ich glaube, das ist das Härteste. Die Konzerte ist, glaube ich, was am meisten darunter leidet. Und auch wenn man sich neu entwickelt, hat es auch sein Limit. Die Songwriting-Branche sozusagen, das, glaube ich, konnte man noch machen mit Zoom-Meetings und so. Und vielleicht, wenn man jetzt mit anderen Leuten schreibt oder sowas oder andere Produzenten vielleicht irgendwo anders sind, dann konnte man es immer noch machen. Ich hatte ja ein paar Songs produziert in Madrid und habe das dann zu dem Mixer gegeben, der ist genau hier in dem anderen Raum. Das heißt, ich schicke ihm die Tracks und dann mixt er die zusammen und dann kriege ich das und dann macht er es irgendwo anders und dann kann man das eigentlich immer nur digital machen. Der andere Aspekt ist dann natürlich Promo. Dadurch, dass man von zu Hause aus Zoom machen konnte, muss man nicht Transport. Es dauert ja noch eine Stunde, bis ich dahin gefahren bin oder noch eine Stunde zum anderen Radiosender. Es wurde alles digital gemacht und das war viel schneller und das war viel produktiver, fand ich. Sogar ich, der eigentlich keine Single draußen hatte, hatte mega viel Arbeit auf einmal. Und ich dachte, was ist denn los? Also ich habe eigentlich doch einen Break gemacht. Wieso habe ich so viel Promo jetzt auf einmal? Laura Marie, se nos viste de fantasma. A las ocho caen las redes, se llenan las terrazas. Also der Beginn war ein bisschen hart eigentlich, weil ich war in Kenia in der Zeit. Als ich von Kenia noch zurückgeflogen bin, da war es in Spanien schon in der Woche ein bisschen schwierig. Dann haben sie schon angefangen mit Live-Festivals. Da hat Sophia schon mitgemacht, meine Freundin, in einem. Und ich habe dann mitgemacht beim nächsten Wochenende. 16 Uhr war dann der erste dran und dann von Instagram-Channel auf das nächste Instagram-Channel von dem nächsten Künstler ist man dann weitergeswitcht. Und so hat man dann Konzerte gemacht und Leute haben von zu Hause das dann gesehen. Wir haben dann gedacht, okay, zum Glück haben wir die Musik, wir können trotzdem einen Song schreiben von zu Hause und von genau dieser Situation zu erzählen, diese Machtlosigkeit, die alle wir haben gerade zu Hause. Wir können unsere Eltern nicht besuchen, wir können keinen sehen. Und dann fand ich es so cool, dass wir dachten, okay, lass es doch einfach rausbringen, lass noch ein bisschen weiterschreiben. Und das ist kein Release, wo immer alles durchgeplant werden muss von wann kommt die Single raus, wann macht man Proben dafür. Das heißt, eigentlich war es perfekt, weil ich dann gesagt habe, okay, ich bin zu Hause, ich bin in Quarantäne. Eigentlich brauche ich nicht viel mehr. Ich brauche meine Gitarre, mein Klavier, mein Studio und dann nehme ich Sachen auf. Ich habe online Zoom-Sessions gemacht mit meinen Produzenten, die hier arbeiten. Und die von hier aus zusammen und ich dann in Spanien alleine von zu Hause. In meinem Fall denke ich schon, dass es die Zahlen auf YouTube gestiegen sind. Auf Spotify sind die sehr gut erhalten und ich habe ja seit langem eigentlich keinen Song mehr draußen gehabt. Aber ich glaube, ich habe mir einfach mehr Druck dann auf das Digitale dann gesetzt, weil ich dachte, okay, jetzt ist es auf jeden Fall wichtiger und dann setzt man sich irgendwie mehr unter Druck und sagt, okay, wir müssen jetzt mehr Stories rauspacken auf Instagram oder mehr sowas machen oder vielleicht muss ich aktiver sein und so. Auch wenn man auf einmal mehr Follower hat, dann dachte ich, okay, ist doch gut, dann muss man jetzt auch mehr Content bringen. Ne? Wenn es einen Demand gibt, dann muss man dann abliefern. Man kann über Instagram jetzt Konzerte announcen, man kann über Instagram immer alles mitteilen den Leuten. Man braucht vielleicht keine Riesenplattenfirma, die jetzt ein TV-Interview macht, damit du überhaupt was sagen kannst. Das heißt, du hast mehr Power. Und das war natürlich eine schöne Sache, dass, glaube ich, jeder sich ein bisschen umstrukturieren musste und sagen kann, okay, so läuft es jetzt. Und ich glaube, am Ende ist der Stärkste, der sich am schnellsten adaptieren kann und sich umstellen kann auf die neuen Sachen. Entiende de batalla.